Hallo, es ist schon wieder Freitag und ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Folge von Frag den Fondsmanager. Jeden Freitag um 5 beantworte ich hier deine Fragen, die du mir gerne unter dem Video stellen kannst. Und auch meine Bitte, wenn es dir gefällt, gib mir die Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal und nimm natürlich auch die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und eine Frage, die mich per E-Mail erreicht hat, die ich persönlich sehr spannend finde, ist: Wie sieht denn eigentlich der klassische Arbeitsalltag eines Fondsmanagers aus? Das kann für dich als Daytrader interessant sein, denn wenn du das verstehst, wie der Arbeitsalltag eines Fondsmanagers aussieht, weißt du auch, wann, wie, wo Kapitalflüsse in den Markt reinkommen. Es kann aber auch für dich als Investor entspannend sein, weil wir hier natürlich über viele Zusammenhänge sprechen, die in der Fondsindustrie regelmäßig auftauchen. Und ich habe das normale mal in Anführungszeichen gesetzt, also wie sieht ein normaler Tag eines Fondsmanagers aus? Und du wirst schon wissen und merken an den Kapitalmärkten, es gibt keine normalen Tage. Anders als beim Zahnarzt, wo du weißt, heute hast du 20 Termine, 10-mal eine Blombe legen, 3-mal bohren, 5-mal Zähne sauber machen. So ist es in der Fondsindustrie nicht. Jeder Arbeitsalltag ist ein bisschen anders. Es gibt nicht den einen normalen Tag, aber ich habe mal probiert für dich, hier einen relativ normalen Tag zu beschreiben. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Zahlen, so wie es damals bei mir in meinen Arbeitsalltagen war. Heute gehe ich ja an die Märkte anders ran. Heute beschäftige ich mich nur noch eine Stunde am Tag mit der Börse. Das reicht mir völlig aus, um meine Performance zu machen. Aber ich sage dir, wie es eben im Angestelltenverhältnis war, wie da so ein normaler Tag ausgesehen hat. Nehmen wir mal an, das ist der Tag. Hier oben ist 12 Uhr. Hier unten sind wir dann bei 6. Hier ist 3 Uhr. Und hier ist 9 Uhr. Und viele denken ja, im Fondsmanagement ist es so, dass wir jetzt von morgens um 6 Uhr bis abends um 22 Uhr arbeiten. Nein, das ist definitiv nicht so. Wir sind keine Investmentbanker, sondern bei uns geht es um Performance. Und wenn man Performance macht, weil man vielleicht nur eine Entscheidung im Monat trifft, ist es völlig okay. Nichtsdestotrotz gibt es ein Korsett an Regeln, an Vorgaben, an Meetings, die man erfüllen muss. In der Regel ist es so, dass ein normaler Fondsmanager zwischen 8 und 9 im Büro auftaucht. Also zwischen 8 und 9 ist man im Büro. In der Regel hat man vorher auch schon die Märkte eruiert. Man hat geguckt, was ist in Asien passiert. Morgens mal das Smartphone gecheckt auf dem Weg zur Arbeit, um informiert zu sein, was an den Märkten los ist, um eben eventuell auch schon früher da zu sein, wenn vielleicht ein schlimmes politisches Ereignis passiert ist. Um 9 bis 10 ist es in der Regel so, dass hier das sogenannte Morning Meeting stattfindet. Das Morning Meeting ist von zentraler Bedeutung, egal ob ihr bei einer Fondsgesellschaft seid, bei einer Versicherung oder auch bei einer Investmentbank. Im Morning Meeting werden all diese Dinge besprochen, die für den Tag wichtig sind. Und wenn euch das Thema Morning Meeting interessiert, ihr wisst es, stellt die Frage unten in den Kommentaren und dann kann ich gerne zum Morning Meeting auch nochmal detailliert was sagen. Was wichtig ist, hier zwischen 8 und 10 Uhr ist keine große Aktivität vom großen Geld zu erwarten. Denn hier wird sich besprochen, hier wird analysiert und hier wird überhaupt erstmal geguckt, ob es für den Tag Handlungsmöglichkeiten gibt. Bedeutet also für euch Daytrader da draußen, in dieser Zeit von 8 bis 10 gibt es eine relativ illiquide Phase. Das große Geld ist noch nicht am Markt, sondern in der Regel ist es so, dass die Orders von den Fondsgesellschaften hier vielleicht zwischen 10 und 12 Uhr aufgegeben werden. Normal ist es so, nach unserem Morning Meeting werden wir unsere Transaktionen an das Trading Desk schicken. Das Trading Desk wird dann die Orders exekutieren bis zur Mittagspause um 12. Und was macht jetzt der Fondsmanager zwischen 10 und 12 Uhr? Normal ist es in der Zeit so, dass man Research liest, also das, was die Banken einem zur Verfügung stellen, einfach sich in die Märkte noch tiefer einliest. Vielleicht hat man hier auch ein Kapitalmarkt-Meeting. Man trifft sich mit Analysten, die eben ihre besten Investmentstrategien vorstellen. Aus New York, aus London kommen die dann zu einem, um eben ihre Handelsideen zu definieren und eben auch einen Input zu geben, wie man selber seinen Fonds noch besser anlegen kann. Dann ist Mittagspause und wer glaubt, dass wir im Fondsmanagement keine Mittagspause machen, liegt wieder falsch. Es ist sogar so, dass die meisten Fondsgesellschaften relativ lange Mittagspausen erlauben. Ich sag mal, bis 13.30 Uhr machen wir hier Mittagspause. Bei meinem damaligen Arbeitgeber war es sehr schön. Man konnte mittags Sport machen, man konnte am Main laufen gehen, man konnte ins Fitnessstudio gehen. Eine tolle Möglichkeit, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, um eben auch diesen Performance-Druck, den man natürlich hat, 24 Stunden around the clock auszuhalten, den Kopf frei zu bekommen und dann hier eben Mittag zu machen. Man kann auch Lunch mit dem Broker machen oder mit sich Kollegen mit verabreden. Gibt also viele Möglichkeiten, aber auch hier für die Daytrader unter euch, da passiert in der Regel relativ wenig vom großen Geld am Markt.
Und wie immer lade ich dich ein, kommentiere das Video gerne, gib mir den Daumen nach oben. Dann ist es so, in der Regel um 14.30 Uhr sollte man vor dem Screen sitzen, genau wie um 16 Uhr. Und das trifft sich auch für langfristige Investoren, weil da kommen die wichtigen Wirtschaftszahlen aus den USA, zum Beispiel hier der Arbeitsmarktbericht oder der ISM, diese wichtigen Nachrichten, die euer Portfolio bewegen, wo ihr natürlich auch euer Portfolio euch anschauen möchtet, wo ihr vor eurem Bloomberg-Screen sitzt, wo ihr vor eurem Reuters sitzt, wo ihr dann die Märkte entsprechend sehr genau analysiert und guckt, ob ihr vielleicht das Portfolio adjustieren müsst, ob ihr vielleicht neue Hedges mit einzieht, ob ihr vielleicht neue Aktien mitkauft oder vielleicht Euro-Dollar-Short geht, weil hier zu diesen Zeiten der Markt sehr volatil ist und auch für die Trader da draußen, hier ist natürlich die größte Volatilität, hier gibt es die größten Chancen, die besten Trendbewegungen, weil hier ist das große Geld im Markt und es ist ja klar, wenn ich jetzt 100 oder 200 FDAX-Future handle, habe ich da 5, 6, 7, 8 Punkte, die ich den Markt auch bewege und wenn alle das machen, weil eben hier die Nachrichten waren, könnt ihr euch als Daytrader da an solche Bewegungen mit ranhängen. Dann haben wir vielleicht schon 17 Uhr, wir haben das Tageswerk mehr oder weniger vollbracht und in der Regel war es so, dass abends nochmal Projektbesprechungen sind, vielleicht eine Kundenpräsentation vorbereitet wird, der nächste Tag schon mal so grob avanciert wird, um einfach hier interne Dinge zu klären und vielleicht dann auch mal E-Mails zu beantworten oder eben entsprechend Kapitalmarktmeetings vorzubereiten, Analysen vorzubereiten, vielleicht nochmal mit Kunden zu sprechen. Der Beruf ist wie gesagt sehr vielseitig und hier um 17 Uhr ist dann die Zeit, um solche Dinge zu machen. Und meistens ist es so, dass man bis 18 Uhr noch was zu tun hat, dass man die Märkte nochmal auslaufen sieht. In dieser Zeit wird auch relativ wenig gehandelt, weil dann der Tag schon fast vorbei ist und in dieser Zeit werden dann eben interne Dinge abgearbeitet. Und meistens ist es so, dass um 6 Uhr dann auch Feierabend ist, dass man also um 18 Uhr das Büro verlassen kann. Es sei denn eben, dass zum Beispiel noch eine größere Projektarbeit ansteht, ein IT-Projekt oder vielleicht für den Kunden was vorbereitet werden muss. Aber wenn du von 8 bis 6 Uhr arbeitest, mit anderthalb Stunden Mittagspause, du merkst, das sind keine Investmentzeiten, sondern das passt ganz gut. Bisschen anders sieht es aus, wenn die Märkte sehr volatil sind, dann kann man auch mal ein bisschen länger arbeiten, weil vielleicht ein bisschen mehr intern auch noch zu tun ist. Aber der normale Arbeitstag, ich würde sagen von 8 bis 6, dann 5 Tage die Woche. Am Wochenende war ich persönlich sehr selten im Büro, habe es ab und zu gemacht, aber wenn ich mal da war, habe ich fast nie einen anderen Kollegen getroffen, weil da sind die Märkte natürlich geschlossen, sondern da waren es dann meistens eigene Projekte, die ich für mich machen wollte. Deswegen, so sieht der allgemeine, der normale Tag eines Fondsmanagers aus. Wenn es dir gefallen hat, wenn du dieses Wissen interessant findest, wie gesagt, ich bin Insider, ich habe über 10 Jahre in einer großen Fondsgesellschaft gearbeitet, ich habe viele Kontakte noch in die Industrie rein, dann schreib mir deine Kommentare, schreib mir bitte deine Fragen, gib mir den Daumen nach oben, abonnier den Kanal, gib mir auch die Glocke, damit ich weiß, dich interessiert mein Content und schreib einfach, wenn du eine Frage hast, denn jeden Freitag um 5 werde ich, der Fondsmanager André Stacke, deine Fragen beantworten, damit du dich zum Thema Geld ausbildest, damit du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst, damit du auch die Fondsindustrie verstehst und für dein Geld das Beste rausholst und damit die beste Performance machst. Und damit freue ich mich, dich nächsten Freitag um 5 zu einem weiteren Video und einer weiteren Frage aus der Community begrüßen zu dürfen.